Der Überfall in seinem Kiosk. Er sitzt nach wie vor wie ein tiefer Stachel in der Haut, sagt Heinz-Dieter Melnik. Der Kioskverkäufer öffnet am Tattag wie jeden Morgen den Kiosk um 4 Uhr in der Früh. Doch am 30. Dezember 2014 hält an dem Kiosk in der Hügelstraße vermutlich ein VW Golf. Mindestens zwei Täter steigen aus, streifen sich Wollmützen mit Seeschlitzen über ihre Köpfe und ziehen eine Waffe. Was die Überwachungskamera hier zeigt, ist für den 63-Jährigen der Beginn eines Albtraums. Er kommt die Tür rein, tut erstmal hier am Rücken auf. Dann packt er mich ins Genick und drückt mich dann runter hier, ne? Also hier auf dem Boden. Und im Genick runtergedrückt, ne? Und er hat dann gesagt, auf nach hinten. Und er ist hinter mir her. Und dann musste ich dann nach hinten. Toilette. Und dann hat er die Tür zugemacht und hat gesagt, bleib ja drin. Die Einbrecher gehen gezielt vor. Sie haben es auf Zigaretten abgesehen, Packungen und Stangen. Um an die Kasse zu kommen, zerren sie Heinz-Dieter Melnik wieder aus der Toilette. Der hat dann gesagt, Kasse aufmachen. Mein Leben ist mir wichtiger und gedacht, räumt aus. Wenn der mit der Waffe wirklich irgendwas gemacht hätte, ich hätte tot sein können. Die Täter flüchten. Der Raubüberfall hinterlässt bei dem Verkäufer bis heute tiefe Spuren. Die Nächte werden zur Qual. Ich schlafe nachts nicht mehr richtig. Ich schweißgebadet. Und in einer Nacht zwei T-Shirts wechseln. Trotz damals alarmierter Polizei, Spurensicherung und Überwachungsvideo konnten die Täter bisher nicht gefasst werden. Das ist unser großes Problem, die Gesichter sind nicht zu erkennen. Beide waren mit Wollmasken, mit Seeschlitzen maskiert. Aber was wir sagen können, ist, dass die beiden Täter recht auffällige Jacken trugen. Beides der Marke Adidas. Der eine eine schwarze, hochglänzende Jacke, der andere eine graue Jacke mit dem Aufdruck F50 auf dem Rückenteil. Die Polizei sucht dringend nach Hinweisen. Eine Belohnung von 3.000 Euro ist ausgelobt. Nach der Tat begleitet Heinz-Dieter Melnik die Angst. Schließlich muss er den Laden aufgeben. Eine Nachwirkung des gemeinen Überfalls.